ja, dieses Jahr ist alles ziemlich gut vorbereitet. Wir hoffen natürlich, das Wetter soll gut werden und ja, wir freuen uns alle drauf. Natürlich, dass ganz, ganz viele Menschen kommen, vor allem die Jungen sind ja diesmal angesprochen zu den Respect Games. Also ich erwarte mir vom Samstag ganz viele Zuschauer, tolle Konzerte, ein tolles Turnier bei super schönem Wetter und dass wir möglichst ganz viele Leute in den Jahn-Sportpark bekommen, um unseren Gedanken von Begegnung schaffen, wieder umsetzen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Schülerinnen und Schüler aus Königs Wusterhausen, recht herzlich willkommen vor dem Roten Rathaus. Wir haben sonst eine gute Tradition gehabt, die Fahne zu hissen vor dem Rathaus und sind die Fahnenmaste abhanden. Und wir wissen, nachdem viel erreicht worden ist im Bereich der Gleichstellung, es gibt immer noch Diskriminierung und die fängt schon immer im Kleinen an. Im Facebook. Nee. Es geht immer darum, Respekt für jeden Einzelnen zu zeigen. Also ich gehöre zu den Menschen, die wirklich jederzeit versuchen, respektvoll zu sein. Es geht um Toleranz. Toleranz ist ja so ein bisschen abhanden gekommen. Und ich stehe dafür ein, dass es diese Dinge wieder gibt. Mir ist das auch wahnsinnig wichtig als Mensch. Und es geht immer darum, ob der Mensch das Herz am rechten Fleck trägt und nicht, woran er glaubt oder welche Sexualität er hat. Das ist meine Meinung. Dafür stehe ich mein ganzes Leben schon auf, solange ich denken kann. Und ich fand es ganz toll, dass ihr mich gefragt habt, ob ich in dieser Kampagne das Gesicht der Kampagne sein möchte und mir das vorstellen kann. Und auch da ist ganz klar nochmal zu sagen, selbst wenn man nicht homosexuell ist, sollte man einfach Offenheit wahren. Man soll dafür einstehen, dass jeder leben darf und jeder respektvoll behandelt wird. Und das tue ich und deswegen zeige ich sehr gerne mein Gesicht.